Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch eine Lidschattenpalette von BH Cosmetics vor. Und zwar geht es um die, die sie in Kooperation mit Mrs. Bella gemacht haben, mit dem Namen The Dark Side. Viel Spaß beim Anschauen! Heute geht es um die Lidschattenpalette The Dark Side, die Mrs. Bella in Kooperation mit BH Cosmetics herausgebracht hat. Die Palette selbst sieht so aus. Ihr könnt es jetzt schön sehen, das schimmert so ein bisschen. So ein Glanz in allen möglichen Farben. Ist auch, ich meine, es ist zwar so kartonartig, aber eher so wertig gemacht. Da ist natürlich wie immer ein Spiegel drin und das glänzt jetzt noch so, ich muss die Folie abnehmen. Das ist jetzt die Palette. So, ich werde euch jetzt als erstes gleich mal die beiden Töne swatchen. Sind mal der ganz linke und der ganz rechte Ton. Und dann swatche ich euch einfach die Lidschatten von links nach rechts und von oben nach unten. Die Lidschatten selbst fühlen sich sehr cremig an. Ja, sind eigentlich alles sehr cremig. Oha. Das sind jetzt quasi die von der ersten Reihe, angefangen von da. Der ist quasi fast mein Hautton. Der ist sehr schön intensiv. Der ist sehr schön intensiv. Die anderen zwei sind eher hell. Der ist eher schwierig, muss ich sagen. So, kommen wir zur zweiten Reihe. Der ist sehr schön. Sind auch wieder sehr cremig. Der ist zum Aufbauen auch schwierig. Ja, er schmiert so ein bisschen. Dunkelbrauner geht besser zum Aufbauen, ist aber auch schwierig. Der ist ganz schmierig, bröselt, schwierig. Das ist eigentlich wieder besser, was witzig ist. Also, der ist problemlos und sehr schön. Der ist auch problemlos. Der ist sehr schmierig. Das sieht man so ein bisschen, da habe ich mir also rumgeschmiert. Der geht wieder zum Aufbauen super. Also ich finde den ganz furchtbar zum Verwenden, weil der sich nicht ordentlich aufbauen lässt. Sind jetzt eigentlich alle Töne von der Palette. Die Palette selbst, wenn ihr die kaufen wollt, könnt ihr die zum Beispiel bei DM kaufen. Ansonsten könnt ihr die natürlich überall online bestellen, wo es BH Cosmetics gibt. Wo es sonst in der Drogerie gibt, weiß ich nicht. Vielleicht bei Müller. Der Müller hat normal ein recht gut sortiertes Sortiment. Ich war allerdings nicht dort, also ich kann es euch nicht sagen. Ja, wie gesagt, die Palette sieht so aus. Sie ist eigentlich recht wertig. So ein fester Karton. Sie macht auch was her. Also wenn man die verschenkt, ist die auch recht schön. Finde ich recht gelungen. Das Einzige, sie ist natürlich nicht perfekt, so wie es halt meistens ist. So. Die Namen der Lidschatten sage ich wie immer nicht, weil ich eigentlich finde, dass das völlig egal ist, wie die heißen.
kommt übrigens die Palette, das habe ich euch nicht gezeigt, in so einer Kartonhülle noch. Die habe ich aber schon quasi entfernt. Die liegt nur noch rum bei mir. Also, seht ihr, so eine Hülle. Da ist die Palette drin. Sieht aber genauso aus wie die Palette. Macht also keinen Unterschied. So. Ja, sind wir am Ende des Videos angekommen. An dieser Stelle möchte ich nochmal darum bitten, abonniert meinen Kanal, drückt den Notifizierungsbutton, den Button mit der Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video uploade. Wie ihr alle wisst, mache ich keine regelmäßigen Uploads, also nicht sowas wie jeden Dienstag um 12 Uhr oder so. Ich bemühe mich zurzeit um diese Premieren. Ihr könnt also immer reinschauen, wenn ich ein Video geplant habe, da steht immer dabei, wann quasi die Premiere ist und ihr das zum ersten Mal ansehen könnt. Ja, dafür auch die Notifizierungen einschalten, dann bekommt ihr das. Und ja, schreibt mir Kommentare in die Kommentarbox rein, damit ich endlich mal weiß, was euch so gefällt, was euch nicht gefällt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!